Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Kornel. Wir sind zurück bei Mario & Luigi New... Nein, was laber ich? Wir sind zurück bei Mario & Luigi Superstar Saga, genau. Ich bin bei Mario irgendwie immer bei New. Ich weiß nicht, es hat sich so eingebürgert, dass es immer New ist. Und ich denke mal, wir müssen gegen dich kämpfen. Kämpfen, ja. Ich wollte einen Erstangriff versuchen, aber es hat nicht ganz funktioniert. Okay, sie hat zwei Piranha-Pflanzen vor sich. Die Frage ist, können wir trotzdem die Hauptpflanze angreifen, oder? Okay, es macht keinen Schaden. Oh, okay, nein, können wir nicht. Oh, sollten wir nicht. Ja, hallo, ist doch gut. Oh, Mann. Das ist ein bisschen... Wow, WTF. Ich hab's... Na, ich bin ausgewichen. Das war pures Glück. Und er... Das Ding heilt sich auch noch. Ich weiß nicht, wie der funktioniert. Das könnte schwierig werden. Oh nein. Oh nein. Das Toll hätte ich auf den unteren... Oh, okay. Was? Jawohl. Boah, das macht 8 Damage. Also ein Sprung gegen nicht. Eine Hand. Wahrscheinlich... Auch nicht, wobei Feuer, das ist doch eine Feuerhand, oder? Das heilt den! Das war Feuer! Okay. WTF. Warum ist er jetzt blau? Oh, ich verstehe noch, warum heilt er sich so viel? Die... Schießen Blitze oder so. Hammer auf ihn. Und Hammer auf... Hammer auf ihn. Nee, ich muss jetzt nicht... Hä? Wieso... Hä? Haut der immer wieder neue raus oder macht er das jetzt nur... Ist es jetzt so eine Reihenfolge? Ne, was soll... Hallo? Aha. Aha. Hä? Das Feuer war ein Autsch. Das war also sehr effektiv. Ich habe eine andere Idee. Ah, das ist... Jetzt habe ich es verstanden. Aber da muss ich doch auch irgendwie... Okay, also die Hände sind sehr effektiv. Feuer ist gegen... Jetzt habe ich es vergessen. Feuer war gegen den Blauen sehr effektiv. Genau. Und hier, Elektro ist gegen den Roten sehr effektiv. Okay, die kommen immer und immer wieder. Dann versuche ich jetzt mal gleich die Hauptpflanze anzugreifen. Damage macht sie jetzt nicht unbedingt so viel. Aha. Ja, aber dann rasten die ja völlig aus, ey. Vielleicht muss ich das in Kauf nehmen. Ich meine... Oh, scheiße. Ich wollte gerade sagen, man kann den ja ausweichen, aber... Elektro war gegen Rot. Wenn ich mich nicht irre. Oh ja, der holt immer wieder neue raus. Und der heilt sich so extremst viel. Okay. Hand wieder gegen ihn. Okay, das war... Ich weiß nicht, ob das perfekt war. Ich glaube nicht. Aber ich habe halt immer Angst, wenn ich... Boah, krass. Oh nein, ey. Ja gut, aber Luigi kann ja dann sowieso jetzt nicht so wirklich viel machen. Dann kann Luigi ja immer heilen. Und sollte die da hinten mal ihre Farbe ändern... Dann... Boah, die heilt sich 20, ey, pro Runde.
Sollte die Pflanze hinten ihre Farbe ändern, muss ich ja wieder mit dem anderen Bruder angreifen und dann kann ich halt mit dem jeweils anderen dann wieder, ne, verstehst du? WTF? Was denn da los? Oh, krass. Ich weiß nicht, ob das hier der richtige... Oh, ich weiß nicht, ob das hier der richtige Weg ist, wie ich das Ding besiegen soll. Ich mache einfach mal so weiter. Ich meine, was bleibt mir anderes übrig? Ich habe keine Ahnung und so kann ich ihm auf jeden Fall damagen. Nein! Das Timing ist manchmal ein bisschen schwierig. Nee, 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 nee. Back, 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 back. Du solltest Pilze verteilen. Das war nochmal ein Luigi. Sehr schön und... Na, warum? Das war jetzt dumm. Halt er sich... Ich weiß es nicht genau. Es ist... Ich muss jetzt nochmal genau hingucken. Ich greife jetzt mit Mario an. Nur mit der Hand, genau. So, mache 42 Schaden. Wie oft heilt er sich jetzt? Das ist... Warum? Scheiße, ich verballer so viele Items. Hat er sich geheilt? Nee, hat er nicht. So, jetzt hat er sich, glaube ich, gar nicht geheilt, oder? Ich weiß es nicht, ich verstehe das nicht so ganz. Hammer. Komm, hauen wir nochmal mit dem Hammer drauf. Macht auch... Oh, das war's schon! Boah, 412 und Stachelkiller. Das ist ein Orden. Müssten wir gleich mal nachgucken. Ach, das war's? Nee, Luigi, du kannst sie doch nicht draufsetzen. Oh. Okay, ich hab's nicht ganz gerallt, es ist aber egal. Gut gemacht, ihr beiden. Jetzt können wir Prinzessin Peach Gebühren empfangen. Die Peach, die kommt, die Peach, die kommt, die Peach, das ist die Beste. Die Peach, die Peach, die hat einen pinken Flieger zur besten Jahreszeit gewählt und sie landet so bequem, sie ist die Prin. Was passiert? Schweigt, alle still! Es spricht Prinzessin Peach, die Herrin des Pilzkönigsreichs. Nein! Nein, die darf doch nicht reden! Tu's nicht! Mach! Oh, sie kann wieder reden! Mario, Luigi, danke für alles. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Na, ihr müsst euch nicht wundern. Die Stimme der Prinzessin Peach war nämlich gar nicht gestohlen. Hä? Ich kannte Luke Millers Plan, Peach Stimme zu stehlen und habe die Prinzessin gewarnt. Hä? Die gestohlene Stimme gehörte dieser Prinzessin Peach hier. Deshalb hat die Sternenbohne auf die Stimme seltsam reagiert. Hä? Birdo? Wir waren Luke Miller also wirklich ein bis zwei Schritte voraus. Mario und Luigi, entschuldigt, dass ich euch Sorgen bereitet habe. Was hat die denn für einen Mund? Ich muss mir das mal genauer angucken. Es tut mir leid, aber das sieht wirklich pervers aus. Ist auch egal. Als ihr beiden im Pilzpalast wart, wollte ich euch direkt die ganze Wahrheit sagen. Aber dann kam plötzlich Bowser. Und ich hatte keine Gelegenheit mehr, euch alles zu erklären. Aber es ist gut, dass ihr Luke Miller besiegt habt. Ende gut, alles gut. Ja gut, dann war das jetzt Mario und Luigi. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen.
Wobei, er will noch was sagen. Übrigens, wegen der Sternbohne. Sie hat sich wohl in 4 Teile gespalten und die sind irgendwo hingefallen. Ich gehe auf die Suche nach der Sternbohne. Besichtigt ihr doch mit Peach zusammen die Attraktion unseres Landes. Oh, dieser Prinz Marmek, ey. Heißt er so? Ich glaube schon. Wo muss ich denn jetzt hin? Landkarte. Nirgendwo hin. Muss ich hier rein? Muss ich da raus? Wir schützen dieses Schloss vor jedem weiteren Angriff. Ja, mach das. Hallo, hallo, hallo. Bin ich hier richtig? Ja. Ah, Mario. Mal wieder zur rechten Zeit am rechten Ort. Mario, Luigi. Jetzt sieht sie normal aus. Ich habe mich gerade mit Königin Marmella unterhalten. Wusstet ihr, dass es in diesem Land eine Toadsiedlung mit dem schönen Namen Little Toad Town gibt? Nee, wusste ich auch nicht. In diesem Ort leben Toads, die in dieses ganze Land gezogen sind. Da ich schon einmal hier bin, sollte ich als Prinzessin vielleicht die Toads in Little Toad Town besuchen. Oh, pass doch bitte auf, ey. Prima Idee, aber um nach Little Toad Town zu kommen, muss man durch das Gröltal. Das ist nördlich von hier. Im Gröltal leben Monster. Es ist für euch ein wenig, ziemlich gefährlich. Als Kanzler des Pilzkönigreichs protestiere ich. Es ist Wahnsinn, in einem fremden Land durch ein Gebiet voller Monster zu reisen. Hust, keucht. Wenn allerdings Mario und Luigi dabei wären... Mario, Luigi, ihr habt Toad Wars doch sicher verstanden. Ihr begleitet mich doch sicher nach Little Toad Town, oder? Ja, von mir aus, komm her. Das ist ja lustig, ich hab das gesehen. Zufrieden, alter Herr? Oh. Aber passt bitte ganz, ganz gut auf euch auf, Prinzessin. Wir beginnen sofort mit den Vorbereitungen. Mario, geht ihr schon vor, wir treffen uns am Eingang des Gröltals. Nun, Königin Marmella, entschuldigt uns. Eure Prinzessin ist nicht nur hübsch, sondern auch klug und entschlossen. Ich bin beeindruckt von diesem starken Charakter. Mario, Luigi, ihr seid mir für die Sicherheit der Prinzessin verantwortlich. Möchtet ihr zum Gröltal, so wandelt ihr von der Stadt aus in nordöstliche Richtung. Okay. Ich habe gerade irgendwie Probleme mit meiner Stimme, irgendwelche anderen Stimmen zu machen. Ich kriege es nicht hin. Ist egal. Nicht so schlimm. Wir müssen jetzt zum Gröltal. Das ist im Prinzip alles, was ich euch sagen wollte. Nordöstlich hat das geheißen. Und das ist eine Wand. Das ist, ja. Entschuldigung. Falscher Knopf. Entschuldigung. Einmal da hoch. Entschuldigung. Dankeschön. So, wir müssen zum Gröltal. Ja, was ist denn jetzt los? Prinzessin Peach, geht's gut? Luke Miller ist besiegt oder wie? Hä? Wie komme ich denn hier raus? Hilfe! Ich muss im Norden raus. Nordöstlich. Nie, es ist doch hier. Das ist nordöstlich. Ein Fotomann? Hallo? Waren wir hier schon mal? Nee. Oh, gut, das sieht gut aus. Wollt ihr vielleicht ein Foto? Ich kann sofort eins machen. Also, wollt ihr ein Foto? Ja. 100 Münzen. Wofür sind denn die Fotos? Nee. Nein, was? Wenn ich hier auf Sparen klicke... Dann gibt er mir, dann bietet er mir für 50 Münzen und dann geht er nicht mehr runter. Ich dachte, ich kann den noch weiter runterhandeln. Sparen. Ja, dann nehme ich 50. Ja, ich zahle mal 50 Münzen. Kriegen dafür denn beide ein Foto? Nein, ich will das. Wow, das sieht voll cool aus. Und wo kriege ich jetzt mein Foto her?
Und wo ist jetzt das Foto? Hä? Das hab ich nicht. Warum habe ich denn jetzt 50? Wach, was? Wo bin ich denn hier überhaupt? Habe ich jetzt ein neues in meinem Pass? Ach, das ist in meinem Pass neu. Ja, das sieht voll cool aus. Okay. Dann belassen wir es einfach mal dabei. Oh, da waren Münzen drin. Das ist alles, was hier oben ist. WTF. Dann gehen wir mal weiter. Nordöstlich ist doch nicht hier im Süden. WTF. Ich weiß gar nicht. Ah, wir waren noch in der Stadt, oder wie? Gröltal, nach oben. Aha. Hilfe. 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 Weiter nach oben. Wir gehen noch ein Stück. Jetzt kämpfen wir gegen den Lakitu. Oh. Bäm. Wie viel hält der denn aus? Nicht so viel, oder? Nope. Nein! Jetzt, boah, jetzt wurde. Ja, wir machen eine Bros-Attacke gegen den Typen hier. Wie heißen sie? Keine Ahnung. Spikies? Ne, irgendwie so. Ist das der Gröltal? Ja. Habe ich einen Superhammer? Aha. Gut, dann würde ich sagen. Ist hier noch irgendwas? Ne, ich glaube nicht. Kann man hierher gehen? Ja. Aha. Okay. Was ist denn hier drinne? WTF. Muss ich da kein Feuer drin machen? Dachte ich. Hä, was soll denn diese Höhle hier? Waren wir hier schon mal? Weiß ich nicht. Gut. Habe ich keine Ahnung von. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!